Hallo, 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 damit herzlich willkommen einmal wieder zurück hier zu Heavy Farmer mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. Na, meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, es geht weiter. Ein paar Tage Pause. Man möge mir bitte verzeihen. Aber war ein bisschen rasant und so. So, es hat sich ein bisschen was getan. Wir sind immer noch im gleichen Tag drin wie beim letzten. Aber, wie ihr hier seht, ich habe ihn fertig. Ja, ihr habt schon im letzten Thumbnail gesehen, habe ich das mal ein bisschen vorweggenommen, wenn es angenehm war. So sieht's aus, ja, oder so sollte es aussehen und so sieht es jetzt auch aus. Es ist alles frisch verkabelt und gemacht und gewollt und habt ihr nicht gesehen. Ich zeige euch das Ganze mal hier. Zack, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Alles schön miteinander vernetzt. Ich habe das auch alles schon schön offscreen ausprobiert, gemacht, getan und so weiter und so fort. Also, wir haben jetzt hier LKW-Sattelplatz, Parkplatz 1, 2 und 3 sowie 4. Das haut soweit auch alles hin. Genauso haben wir hier drüben LKW-Parkplatz 1, 2, 3. Das heißt, hier stellen wir unsere Autoloader mit hin und hier drüben unsere, naja, ich habe das jetzt Sattel genannt. Ich weiß, beides im Endeffekt irgendwie, aber ne, hier halt am Ende des Tages dann diese Kipper. Wie ihr seht, habe ich die Dings wegbekommen, die Leitplanke, ne? Die ist weggegangen, die war glaube ich hier, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr seht das Ganze, das war ohne Probleme machbar mit den Object-Halter. Ja, war ich auch sehr zufrieden, dass das so ohne Probleme ging. Nur kurz mal das Gelümpe noch wegmachen. Ja, und damit können wir jetzt im Endeffekt hier wunderschön starten und wir starten dann auch gleich mal. Ihr seht auch hier, Sattelparkplatz ist alles hier jetzt mit drin. Wir haben die neue Kategorie Parkplätze. Da habe ich die ganzen LKW-Parkplätze jetzt mal hier mit reingeschoben. Ich hoffe, das ist soweit auch angenehm. Was werden wir am heutigen Tag tun? Nun, da wir noch am gleichen Tag sind, die Felder sind noch nicht angesät, etc., 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 werden wir uns heute um die Umsetzung der Fischerei kümmern. Dadurch machen wir die heute leer. Ich hatte das überlegt, schieben wir das ein bisschen auf, aber ihr wisst, wie das mit den Aufschieben ist, ne? Dann schiebt man auf und schiebt auf und schiebt auf und schiebt auf und am Ende des Tages dauert es ewig 90 Jahre, bis es dann mal weitergeht. Das will ich nicht, deswegen gehen wir die Sache heute gleich mal direkt an, denn da haben wir es richtig hinter uns. So, fahren wir einmal hier wunderschön drauf zu und dann werden wir einmal ganz gemütlich uns die Fischerei leer machen. Und einmal umsetzen zu dem Punkt, wo sie eigentlich hingehört. Also wo sie eigentlich schon von Anfang an hingehörte, aber ich hab's halt verpeilt, ich Dulli, ne? Ich geb's ja zu. Aber naja, so ist es erstmal. So, ich nutze erstmal hier schon mal den ersten Punkt, um das Ganze hier rein zu machen. Dann sind wir nämlich auch gleich wieder mit dabei. Wie gesagt, es kann ab und zu immer mal vorkommen, dass hier mal ein Tag nichts kommt oder mal zwei Tage keine Folge kommt, aber ansonsten kommt, yay, das Ganze jetzt wieder regelmäßiger. Eieieiei, dankeschön dafür. So. Ansonsten kommt der ganze Spaß jetzt aber auch wieder regelmäßiger. So. Dann fahren wir einmal hier rein. Machen wir das Ganze hier einmal an. Also, brauche ich erst wieder hier. Jo, dankeschön. Dann haben wir auch endlich, also wenn das Ding hinten richtig platziert ist, also und wenn ich es vor allen Dingen richtig platziere, sagen wir es mal eher so, dann sollten wir vor allen Dingen auch deutlich angenehmer laden bzw. ja, beladen können. Also, ne? Das sollte dann ja weniger das Problem sein. Das ist ja jetzt hier eher so eine Sache. So, zack, 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 zack. Fahren wir hier rüber rein. So. 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 Es ist alles so ultra eng. Mei, oh mei, so, warte mal. Wir machen das jetzt mal so hier. Dann gehen wir kurz die Fischerei hier rein. Danke. Entladen das hier nochmal. Nochmal 6 Paletten, einfach raus. So, da geht mal wieder nichts. Trotz all dem, dass man schon hier so wunderschön dasteht, ne? Ach, komm, danke. Warte mal, machen wir gleich mal hier so.
Wird heute unsere Tagesaufgabe sein, wenn ich das hier sehe. So. So. So, die Leerpaletten, die da jetzt zum Beispiel noch drin stecken, die 32.000, zwar schade drum, aber da haben wir eigentlich auch genug da. Es ist so. So arg schlimm ist es jetzt am Ende des Tages auch nicht. So, mal gucken, wie viel überhaupt noch drauf passt. Vor allen Dingen, wir haben jetzt mehrere verschiedene Sorten. Ob wir da einen zentralen Punkt finden, ist halt auch so die Sache. Aber ich würde halt einfach mal sagen, gerade hier Hering und Scholle, also das, was sowieso hier ist, sehr gut. Das eine ist bei Aldi krass, das andere ist bei Aldi jetzt nicht so krass. Edeka ist halt gleich um die Ecke. Da macht es halt hier schon einen großen Unterschied, gerade was die Scholle anging. Scholle war bis jetzt auch glaube ich am meisten mit dabei. Sollte man sich eher an der Scholle orientieren, da müsste man aber wiederum zu Aldi. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, da müssten wir einmal zu Aldi fahren. Nee. Eher suboptimal das Ganze, aber wir haben ja Gott sei Dank mehrere LKWs. Ja, das war der falsche zum Beispiel. Dann schicke ich hier schon mal Richtung Fischerei. Habe ich da überhaupt einen Parkplatz da hinten dran? Ich glaube nicht, ne? Nee. Fischerei? Ne, hier gibt es keinen. Doch. Hafen. Ja gut, Hafen im Allgemeinen. Ja gut, dann muss ich das halt mal zum Hafen schaffen. Hafen. So, dann können wir die Dinger nämlich gleich mal nutzen. Kaufstellen, Hafen. So, dann macht das hier halt ziemlich langsam, ziemlich entspannt und alles, ne? Klarer Fall. Wenn er jetzt noch warten würde, ja. AD rafft es nämlich eher wie CP. Wunderschön. Dann machen die nämlich jetzt erstmal hier zum Hafen. Während ich mich hier irgendwie versuche, gerade hinzurücken. Ja, bin weiter wieder nach hinten. Ja, das geht sich nicht aus. Ja, nochmal. Ja, immer noch nicht. Willst du mich verarschen? Dann halt nochmal vor, nochmal zu. Es ist so Wahnsinn. Ich will da einfach nur ja raus. Gott sei Dank ziehen wir um hier. So. Und dann stelle ich hier schon mal Aldi ein. Aldi, Aldi. Maldi, Maldi. So. Schauen wir das Ding hier vor. Hoffen mal, dass kein Autoload kommt. Also nicht Autoload, sondern Autospeichern. Aber das scheint sich ja noch in Grenzen zu halten. Und dann kann es abgehen. Dann schaffen wir das Ding zu Aldi. Und den Rest können wir dann, glaube ich, bei Edeka, wenn ich das richtig gesehen habe. Müssen wir aber auch gleich erstmal schauen. So. Dann hier drauf. Dann gute Fahrt. Allseits gewünscht. Dann bleibt uns nur noch Krabben übrig. Die sind bei Lidl. Und der Hummer ist auch bei Lidl. Okay. Also die anderen beiden sind alle bei Lidl. Wunderbar. Mal ein bisschen weniger aufgeregte Musik. Wäre auch ganz angenehm. Wir sind hier. Der ist hier. Sehr schön, ich übernehme da mal wieder die Kontrolle. Dann schaffe ich das nämlich hier gleich schon mal zu Lidl. Beziehungsweise stelle ich hier schon mal Lidl ein. Ziehen wir mal hier rum. Oh, aufpassen, da kommt der uns nämlich schon entgegen. So, wo haben wir denn Lidl, Lidl, Lidl? Aral, Bahnhof, Edeka, Getreide AG, Reif. Haben wir kein Lidl? Ah ne, Lidl war ja. Lidl war ja hier oben mit drin, weil da gab es ja offiziell nichts. Warum auch immer. Oder habe ich Lidl da reingehauen? Es ist Wahnsinn. Ich meine, es war schön, dass wir alles haben. Aber auch hier sehe ich gerade nichts. Bin ich jetzt komplett balla? Wo habe ich denn Lidl reingehauen? Ah, hier, Lidl. Ach, Gottes Willen, ja. Also ja, war schon richtig eingeordnet. Nur halb weiß. So, gut. Dann einmal wieder hier rein. Haben wir hier richtig drinne? Jawohl. Wunderbar. Ja, ja. Immer wieder Ruhe. Dann geht der ganze Schnulli hier noch zu Lidl. So, mal das Ganze hier noch leer. Sehr gut. Meiste davon ist eh schon. Danke. Ist schon Autoload-mäßig aufgenommen worden. Ja, man kann halt immer eine Palette. Und dann geht nichts mehr. So, einmal hoch bitte. Rüber. Rüber.
rüber. Dankeschön. Und einmal das hier noch leer machen. Und die Preise sind auch momentan relativ okay dafür. Also 5000, ich glaube, da kann man sich jetzt weniger drum beklagen. 6 Paletten gehen noch. Brauchen wir da noch den anderen überhaupt noch? Naja, da wie das so aussieht schon. So. Okay. Dann brauchen wir den anderen in der Tat noch. Drücken wir den wieder rückwärts. Geht's einmal zu Lidl, weil Lidl lohnt sich. Bekanntermaßen. Also laut Werbung. Wie nach dem. So. Gut, der andere steht mittlerweile hier. Jawohl. Sehr gut. Dann würde ich gleich den Kurs hier einschlagen wollen. Dann kann der nämlich da vorne gleich rum. Erspart uns ein paar Zentimeter an Weg. Dankeschön. So. Dann stellen wir Lidl auch gleich wieder. Ja, doch. Da war ein Briefkasten. Danke dafür. Komm, rum. Dankeschön. Gut, stellen wir den ganzen Schnulle hier gleich noch mit ein. Dann haben wir das Ding leer, dann schalten wir es aus. Und dann setzen wir es nach hier hinten, da wo es ja offiziell hingehört. Und da wir hier eh nie einen Punkt hingesetzt haben, wenn ich das so richtig sehe, ist das auch relativ egal. So, dann einmal wieder aufladen. Einmal, zweimal. Achso, ja, vielleicht auch aktivieren. Wäre natürlich schon ein Vorteil. So, dann leer machen bitte. Leer machen. Gut, hier gibt's nichts mehr. Hier gibt's auch nichts mehr. Hier gibt's auch nichts mehr. Gut, dann bitte ausschalten. Sehr schön. Dann einmal bitte rückwärts. Ah ne, halt, hier steht noch was. Ah ne, verkehrt. Ja, da kommst du her. Ja, sehr gut. So, dann einmal rückwärts. Na, lässt du mich rein? Danke. Also nochmal 8 Paletten. Ja, gut, besser als nichts. Und dann geht das Untertitel, fahren wir jetzt gleich selber hin, weil ich will jetzt nicht ins Hauptmenü rein, weil keine, also ins Overlay, also in die Map-Übersicht, ohne Warntafel ist angekommen bei Lidl, sehr gut, weil wenn das jetzt wieder speichert und der Aldi-Transporter ist noch unterwegs, da kann ich die Paletten, da kann ich die Paletten gleich wieder über die halbe Map aufsammeln. Da habe ich ja auch jetzt mal gar keinen Bock drauf. Deswegen bleibt das jetzt erstmal so, wie es ist. So, haben wir hier rum. Dankeschön. Die Pappeln stehen auch wieder wunderschön hier mit dabei, aber wir brauchen momentan noch keinen Hackschnitzel. Jedenfalls noch nicht. Weil die Klopapierproduktion, wir haben jetzt zwar... Boah, Alter, dass die Dinger immer drehen. Ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob der Volvo auf den MAN aufbaut, aber auch keine, ich verstehe es nicht. Weil wir haben zwar das letzte Mal einen Haufen Klopapier und so verkauft, aber das waren ja nur Überstände, dass da weiter produziert werden konnte. Ansonsten ist das ja auch noch ein Geldfänger. Mehr ist das Klopapier ja auch nicht. Und wir wollen ja, wir haben ja 4, noch was Millionen. Wir wollen ja auch endlich die neuen Produktionen dann mal anfangen. Aber da dauert es halt auch noch ein bisschen. So. Jo. Sehr gut. Ja, fast, ne? Also. War fast richtig, ne? Also, fast. So. So, wunderschön. Dann einmal abdanken hier. Das reicht. Dann bitte einmal zum LKW-Sattelparkplatz 1 und Abfahrt. So, nächster. Oh, das gibt. Ja. Deaktivieren bitte, danke. Das ist zwar nett, aber wir wollen es ja nicht wieder mit aufnehmen. Große Nachfrage bei der G3 der AG, okay. Oh, warten wir kurz, bis der ganze Schnulle hier aufgebraucht ist, bevor wir dann das nächste hinballern. Ja, dann geht gleich das nächste hier drauf. Sehr gut. Ist eh relativ schnell dann aufgebraucht hier.
Da geht er mal zur LKW Dings 3. Ah, ist bei Aldi angekommen. Sehr schön. Jetzt können wir auch speichern. War mir nämlich klar, dass das passiert. So, dann bitte Sattel Nummer 2. Performance ist jetzt momentan nicht so pralle. Liegt halt daran, dass die 3 Millionen Paletten da hinten drauf lose stehen. So. Schon haben wir die Performance wieder gerettet. Ah, wird sogar schon verkauft. Das ist ja sehr nett. Das ist sehr nett, sehr, sehr nett. Aber ich wollte hier auf dem Boden abladen. Aber wir können natürlich auch, wenn der das einfach so zulässt, soll mir es egal sein. Dann können wir das Ganze so abarbeiten. Aber ich sehe schon, dass das bringt prinzipiell nichts, weil der nimmt immer nur von der Mitte auf. Dann haben wir 49.000, ernte 5,8 Millionen. Da kann man sich, glaube ich, erstmal weniger drüber beklagen. So, jawohl. So. Gut, wunderschön. Dann geht das hier rein. Drehen wir hier einmal rum, wenn das reichen sollte. Ja. Wunderschön. Und dann gehen wir hier auf. Ja, fast. Parkplätze. Und dann Sattelplatz Nummer 3. So, haben wir heute wieder besonders viel Kollision. Wunderschön. Warte mal, das reicht nicht aus. So, wunderbar. Der nichts irgendwie sinnlos stehen bleibt, ihr wisst, alles Performance-Fresser, alles nicht so geil. Also scheint so zu funken. Wir kommen auf die 6 Millionen mit Glück vielleicht noch, obwohl das sieht nicht gerade so nach Glück aus. Wirklich dann nochmal gucken, ob der das so alles so übernommen hat, wie ich mir das vorstelle. Okay. Das waren nochmal 176.000. Dann gucken wir mal kurz, ob der auch alles verkauft hat. So, das sah jetzt sah irgendwie nicht so aus. Also, ja. Doch, schade. Knapp an der 6 Millionen. Vorbeigeschrammt. Gut, 3,8 Millionen plus. Alleine 4,5 Millionen über Ernte. Ja, trotz neuer Fahrzeuge und allem drum und dran. Durchaus ein sehr, sehr gutes Plus. Ein sehr, 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 sehr gutes Plus. So, gucken wir mal, ob die LKWs mittlerweile hier angekommen sind. Der eine ist schon da. Okay, und die anderen sollten mitfolgen. Ich habe ja diese Markierung noch so gelassen. Die werden wir auch erstmal lassen. Weil ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, was wir hier noch so draufhauen könnten. Aber ich glaube, so ein bisschen was für die Produktion werden wir schon irgendwie noch zur Rande finden. Das ist die 2. Da frage ich mich aber ehrlich gesagt. Ja, der kommt von da hinten, das ist klar. Ah ja, und der hat einen kleinen Umweg gemacht, oder was? Naja, oder einen größeren Umweg, sagen wir es mal eher so. Einen etwas größeren Umweg. Ah, das ist okay. Das ist okay, das ist okay. Wunderbar. Also, Fischerei. Bewegen wir uns einmal ganz freundlich noch darauf zu. Das werden wir nämlich heute dann gleich jetzt hier noch machen. So. Dann einmal hier rein, einmal dort rein, einmal hier rüber. So. Da. Wo ist die Fischerei? Wo ist sie? Hier. 309.458. 50.000 kriegen wir jetzt noch fürs Schüttgut. Ja. Also kriegen wir im Endeffekt 359.000 wieder. Das ist okay. Und offiziell sollte das Ding ja irgendwo hier platziert werden, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, irgendwo hier hieß es. Wenn mich jetzt, oder? War das hier? Oder hier? Gut, sieht B das nicht so pralle aus, ne? Aber ich glaube, irgendwo da. Weil hier konnte man so und so. Ja, ich glaube, hier ist die Stufe. Also hier sollte das hin platziert werden. Gut, gucken wir uns das ganze Ding an. 650.000, okay. Da siehst du bei 359.000. Ach komm, machen wir einfach 350.000, die wir uns hier noch extra gut schreiben. Dann geht das für mich fit.
1, 2, 3. Sehr schön. Und dann platzieren wir uns das Ganze hier wieder. Wenn ich es denn jetzt nochmal finden würde. Unter diesen 3 Millionen Produktionen hier, war das weiter hinten? Z? Ne. Ah ne, hier geht es eh nicht nach dem Alphabet, oder? So, wo ist es denn jetzt hier gewesen? Ah, Fischerei, 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 Fischerei. Hier. Meine Gott. Ja, gut. Danke, dass wir dann hier hinten offiziell starten, obwohl wir da waren. So, ist angekommen. Sehr, achso, halt. Zack. Danke. So, kann hier nicht platziert werden. Ja, wir müssen das hier irgendwo platzieren. Das nützt nicht. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Also irgendwie so hier. Okay. Okay. Oh, ich versuche gerade mal noch ein bisschen auszulöten. Jawohl. Ja, der sieht auch schon deutlich entspannter aus, um ehrlich zu sein. Das sieht auch schon deutlich entspannter aus. Wir kommen mal einfach mit dem LKW zack und zack hier, ne? Also das ist deutlich angenehmer. Wunderbar. Müssen halt nur Diesel hier rein, Leerpaletten, Wartung müssen wir kaufen und alles. Das aber ansonsten lübt das. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Gut, würde ich sagen. Dann haben wir das Ziel für heute doch geschafft. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.